Mit diesen Düften wirst du dich vor Komplimenten nicht mehr retten können. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich liebe es, über Parfüm zu quatschen. Ich habe mir in den letzten Wochen die Düfte aufgeschrieben, für die ich die meisten Komplimente bekommen habe und die zeige ich dir jetzt. Viel Spaß bei dem Video. Für den Duft, der jetzt kommt, habe ich die meisten Komplimente von Männern bekommen. Das ist ein blumig, putriger Männertraum. Und zwar ist es der hier, Narciso Rodriguez For Her, das Eau de Parfum. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, es gibt doch das Eau de Parfum und das Eau de Toilette. Die beiden Düfte sind sehr, sehr ähnlich. Ich finde das Eau de Parfum ein bisschen putriger, so ein bisschen cremiger und ein bisschen, ich würde fast schon sagen, sauberer. Aber Leute, wenn du bei einem Mann auffallen möchtest, dann trag einfach den hier. Und ich hoffe, der Duft wird nie aus dem Sortiment genommen, weil für mich ist das so, ich würde mal sagen, einer der besten Düfte von Narciso Rodriguez tatsächlich. Er riecht nämlich nach, jetzt habe ich meine Streifen schon wieder nicht hier liegen. Ich hole sie gleich. Ich habe aber diesen Duft natürlich in den letzten Wochen sehr oft getragen, deswegen kann ich dir ohne Sprühen sagen, wie der Duft riecht. Du kriegst hier cremige Blüten. Cremig, blumig, mit unglaublich viel schönem Moschus. Das ist ein weißer, fluffiger Moschus, aber in verführerisch, in sexy, in Verführung. Ich würde hier fast sagen, das ist schon wieder Erotik im Flakon. Dann kriegst du hier noch eine ganz, ganz leichte, cremige, pudrige Rose. Und ganz, ganz feine, also wirklich nur ganz, ganz feine Pfirsichnoten. Die erkennst du aber vielleicht nur, wenn du dich drauf konzentrierst. In erster Linie ist es wirklich ein blumiger, pudriger Rosentraum mit ganz viel Moschus. Haltbarkeit und Sillage, top bei dem Duft. Also bei dem weiß ich gar nicht, da gibt es gar nichts zum Bemängeln. Also wirklich nichts. Preis-Leistung stimmt bei dem Duft ohne Ende. Und ich hoffe, wie gesagt, der wird nie aus dem Sortiment genommen. Nie, nie, nie. Weil das ist einer meiner Lieblinge, sogar aus dem Designerregal. So, ich habe jetzt hier die Streifen geholt, weil es ist immer was anderes, wenn man vor der Kamera nochmal einen Duft sprüht. Natürlich habe ich die Düfte hier alle schon rauf und runter getragen, sonst hätte ich dir ja nicht sagen können, dass ich jetzt irgendwie ein Kompliment dafür bekommen habe. Oder mehrere, plural. Aber es ist immer was anderes, wenn ich ihn nochmal vor der Kamera sprühe. Es ist einfach so. So, ich mache jetzt weiter mit einem Duft einer Marke, die ich, glaube ich, noch nie in meinen Videos drin hatte. Und das ist auch schon die Marke, das ist Tarmen. Ich habe in Mailand auf der Messe, habe ich auf Instagram diese Marke mal gezeigt gehabt. Da war ich in einer Parfümerie und da gab es ganz viele davon. Da habe ich ein paar getestet. Der ist mir im Sinn geblieben. Der ist im Kopf geblieben, der Duft. Und zwar ist das Patiala. Und ja, bei dem Duft wundert es mich wirklich nicht, dass ich so oft drauf angesprochen wurde, weil mit dem wirst du definitiv im Mittelpunkt stehen. Das ist wirklich ein Duft, da kommst du nicht dran vorbei. Wenn du, ich meine, ein Sprühstoß reicht auch komplett aus, gell? Wenn du den aufträgst, der versetzt dich in so eine andere Welt. In eine luxus-pompöse, oh mein Gott, in eine pompöse Welt, sag ich mal. Ich sag's mal so. Du kriegst hier nämlich eine gezuckerte, anmutige Rose mit leichten arabischen Vibes, mit Orange, mit Amber und ummantelt mit dem schönsten Moschus, den ich schon lange gerochen habe. So riecht der Duft. Und ich habe so ein paar Vibes von anderen Düften in diesem Duft. Und zwar rieche ich hier raus, Intense Café von Montal, liebe ich. Dann Delina Exklusiv von Parfum de Mali. Und jetzt kommt's, ich rieche hier auch noch eine ganz, ganz, ganz leichte Baccarat Rouge Extra Note raus. Ich würde mal sagen 5%. Jetzt darfst du nicht denken, hey, das ist jetzt wieder irgendein Dupe zu Baccarat, irgendeine Version, die, da wollte vielleicht einfach irgendeine Firma wieder auf diesen Baccarat Rouge Train, auf den Zug aufspringen. So nicht, auf gar keinen Fall. Das ist ein eigenständiger Duft. Aber wenn ich mich so konzentriere, ich krieg Vibes davon. Ganz, ganz, ganz leichte Vibes, aber in elegant. Safran ist, glaube ich, nicht drin, aber ich rieche Safran raus. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich diese Baccarat Rouge-Assoziation jetzt hier schon wieder habe. Aber das hier ist pompöser Duft, wenn du luxuriös riechen möchtest, wenn du im Mittelpunkt stehen möchtest, wenn du möchtest, dass sich die Leute auf der Straße nach dir umdrehen, dir hinterherrennen und dich fragen, was du trägst, dann trägst du einfach am besten den hier. Damit kriegst du alles hin. Haltbarkeit und Sillage auch nicht von dieser Welt. Beast Mode würde ich fast schon sagen. Und ich hoffe, ich werde noch ein paar andere Düfte jetzt hier präsentieren. Ich werde natürlich alle noch testen, aber der hier hat mir von der Marke, der hat es mir angetan. Das ist er. Ein blauer, ich wollte gerade sagen Diamant. Ich finde dieses Blau so schön, ja. Angelina, du verquatschst dich wieder. Weiter geht's mit dem nächsten Duft, zu dem ich sehr viel Komplimente bekommen habe. Für die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die kennen diesen Duft schon. Ich habe, glaube ich, schon in 10 oder 20 Videos über diesen Duft hier gesprochen. Das ist Tente Neige von Lorenzo Villoresi.
Das ist das Eau de Toilette. Es gibt auch das Eau de Parfum. Ich habe beide. Sie sind aber beide sehr, sehr, sehr ähnlich. Das Eau de Parfum ist noch mal ein bisschen heftiger und noch mal ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Aber sie sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Das ist eine Beauty-Puderquaste aus dem Beauty-Himmel. Der Duft riecht so ein bisschen nach Bodylotion, nach Sauberkeit und ich würde mal sagen nach Coco Chanel. Ich hatte mal in einem Video gesagt gehabt, da kannst du dich vielleicht dran erinnern, dass Coco Chanel höchstpersönlich diesen Duft wahrscheinlich geliebt hätte, abgöttisch geliebt hätte. Und der Duft riecht aber nicht altbacken. Weil wenn ich Coco Chanel sage oder wenn ich sage, ich sehe da jetzt eine Frau in einem Chanel-Anzug drin, dann sagen oder dann denken viele, das ist ein Altbacken-Duft. Weil ich meine, wie viele Frauen in jüngerem Alter tragen Chanel-Anzüge? Erstens sind die verdammt teuer und zweitens ist das vielleicht nicht immer der Stil von jüngeren Mädels. Trotzdem kannst du sehr, sehr schick darin aussehen. Ich meine, jetzt guck dir mal die Laufstege an. Die Mädels, die da rumlaufen, die sind alle jung. Und sehen trotzdem fabulös aus in diesen Anzügen. Und genau so eine Frau sehe ich in diesem Duft hier. Das ist ein Beauty-Himmel. Moschus ohne Ende, eine Puderquaste, Bodylotion, Sauberkeit. Genauso riecht der Duft. Haltbarkeit, auch nicht von dieser Welt. Und auch bei dem Duft, mich wundert es nicht, jedes Mal, wenn ich ihn trage, bekomme ich ein Kompliment dazu. Ich wollte gerade sagen, ein Kommentar. Dann wäre es ein positives Kommentar, was dann wieder ein Kompliment ist. Das ist er. Tente Neige, ich glaube, dieser Duft, der war schon in meiner Top 10 drin. Das ist ein Duft, der wird immer in meiner Top 10 bleiben, weil ich ihn so liebe. Und jetzt mache ich weiter mit dem nächsten. Bei dem Duft, der jetzt kommt, müsste ich mich jetzt hier anschnallen. Ich habe den jetzt hier gerade kurz gesehen. Ich müsste mich anschnallen, wenn es jetzt hier einen Anschnallgurt gäbe, müsste ich das jetzt tatsächlich machen, weil sonst kippe ich hier vom Stuhl. Weil ich habe tatsächlich eine Rose gefunden in Form eines Flakons, also einen neuen Duft, einen Rosenduft, den ich so noch nie gerochen habe. Jetzt denkst du dir jetzt, Angelina, spuck's aus, was ist das? Das ist ein neuer Duft und zwar von Atelier Materie Rose Ardoise. Das ist der Flakon. Also bei dem muss ich, ich muss mich jetzt hier fangen. Ich sprühe ihn auf. Das ist eine würzige Rose, die eleganteste Rose auf diesem Planeten. Und ich weiß, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt von einem Rosenduft. Es gibt sehr, sehr viele schöne Rosendüfte. Aber jetzt merkt ihr den. Der ist wow. Du kriegst eine würzige Rose mit ganz viel Holz, ummantelt mit Goldstaub und mit Salbei. Und das ist ein Unisex-Duft. Also falls du als Mann auch zuschaust, go for it, das ist definitiv ein Unisex-Duft. Ich kann den Duft nicht in irgendeine Schublade reinstecken. Es ist zwar ein Rosenduft, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist das ein holziger, würziger Salbeiduft mit Goldrosen. Und genau hier müsste ich aufhören. Das war's. Genauso riecht der Duft für mich. Das ist auch wie, wenn ich jetzt aber, ich meine, ich bin jetzt hier in einem Frauenvideo drin. Auch wenn er Unisex ist, sehe ich jetzt hier eine Frau, natürlich, weil ich den Duft selbst als Frau jetzt hier getragen habe, das erste Mal. Das ist eine Frau aus einer Großstadt. Die ist so ein bisschen arrogant. Sie ist sehr, sehr gut gekleidet. Well-dressed ohne Ende. Und das ist die Art Frau, bei der du dich nicht traust zu fragen, woher die Bluse ist, weil du weißt, dass diese Bluse aus einem unbezahlbaren Shop ist. Du willst gar nicht fragen, aber du bist einfach fasziniert von dieser Frau. Und diese Frau trägt diesen Duft. Genauso ist es. Und jetzt höre ich auch auf. Nee, jetzt muss ich dir noch sagen, ob der Duft gut hält. Die Haltbarkeit bei dem Duft ist über 8 Stunden. Sillage ist ein gutes oberes Mittelmaß. Das ist kein biestiger Duft, aber wenn du den aufträgst, hey, der erhält deinen Tag. Der Tag kann nur gut sein, wenn du diesen Duft trägst. Also wirklich. Und bevor ich jetzt hier komplett durchdrehe, nee, wirklich, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Duft. Ich merke gerade, ich habe jetzt hier in diesem Video einfach nur so viele superlativen Düfte drin. Tente Neige, der schönste, putrigste Duft überhaupt. Hier Rose Ardoise, die Rose, die nicht von diesem Planeten ist. Und jetzt mache ich gerade weiter mit der nächsten Superlative. Jetzt musst du aufpassen, falls du Flieder liebst. Das ist ein Flieder-Traum. Und zwar ist das hier Sweet Morphin von Ex Nihilo. Du darfst dich von diesem Flakon nicht irreführen lassen. Ich finde, ich meine, die Flüssigkeit ist pink. Man denkt dann vielleicht, das ist ein Girly-Duft oder das ist ein sehr gezuckerter, sehr süßer Duft. Falsch gedacht. Du kriegst hier den schönsten Flieder, den es auf diesem Planeten gibt. Wie gesagt, Superlativen. Schon wieder. Das ist ein sehr, sehr blumig, frischer Duft mit ganz, ganz viel Flieder. Aber du bekommst hier auch leichte, pudrige Fliedernoten. Das ist wie so eine Art, ich weiß nicht, ob Moschus drin ist, aber ich würde sagen, das ist sehr, sehr gepuderter Moschus mit Flieder in frisch, blumig. Das ist so ein Duft, der riecht nach Hochzeit. Der riecht nach einer Hochzeit in Paris, so würde ich das sagen. Den willst du morgens auftragen, mittags, abends, auch wenn es nicht notwendig ist. Du willst einfach die ganze Zeit hier diesen Flakon sprühen und dich in eine ganz, ganz andere Welt versetzen lassen mit einem Fliedertraum.
Anders kann ich es nicht sagen. Bodylotion. Bodylotion kriege ich ja auch noch raus. Das ist so eine französische teure Bodylotion. Mit Flieder. Haltbarkeit und Sillage. Gutes, oberes Mittelmaß. Haltbarkeit ungefähr 7 Stunden plus minus. Auch davon will ich eine ganze Badewanne voll haben. Auf den wurde ich übrigens an der Bushaltestelle angesprochen. Es ist aber, glaube ich, bei der Bushaltestelle auch immer ganz, ganz tricky, weil ich habe mich ja vorher, bevor ich dann vielleicht auf den Bus gehe, auch gerade einparfümiert. Und dann kriegen die Leute an der Bushaltestelle und im Bus die volle Ladung ab. Weil es ja dann vielleicht erst so 10 Minuten her ist, dass ich mich einparfümiert habe. Deswegen passiert das sehr oft an Bushaltestellen. Einer der mit Abstand besten Düfte von Versace für Frauen ist Crystal Noir. Das ist das Eau de Parfum. Das ist schon mein zweiter Flakon und ich musste dieses Video einfach mit diesem Duft hier machen, weil ich jedes Mal, wenn ich den Duft trage, gefragt werde, was das ist. Und mir wurde der Duft auch schon öfter mal nachgekauft. Ich habe ihn dann eine Zeit lang nicht getragen, weil ich das ein bisschen blöd fand, wenn jetzt Leute in deinem engeren Umkreis den gleichen Duft tragen. Dann willst du den vielleicht nicht auch tragen. Das heißt aber nichts. Das heißt eigentlich eher, dass er so gut ist, dass die Leute ihn einfach nachkaufen müssen und er sehr viele Komplimente gibt oder bringt. Du kriegst hier eine schwarze Kokosnuss. Ich finde die Kokosnuss, die hat die Farbe dieses Flakons, das ist so ein ganz, ganz dunkles Lila, glaube ich. Oh. Seifig. Eine schwarze Kokosnuss mit Seife. Der Duft hat was Blumiges, was Frisches, aber gleichzeitig auch was Cremiges. Du kriegst hier auch noch Moschus und eine ganz, ganz, ganz leichte Vanillenote. Das ist Versace Crystal Noir. Da willst du dich auch reinlegen. Das ist ein Duft, der hat auch was Geheimnisvolles, Verruchtes. Eine Frau, die diesen Duft trägt, hat für mich immer High Heels an. Und den roten Lippenstift trägt die auch noch. Wenn du jetzt ungefähr mal diesen Vibe hier einordnen möchtest, das ist eine High-Heel-Trägerin. Haltbarkeit und Sillage auch top. Also wirklich, ich sag's nochmal, das ist der beste Duft von Versace für Frauen. Den werde ich immer, immer wieder empfehlen. Und ja, Komplimente ohne Ende. Dieses Prachtstück, meine Lieben, habe ich in Mailand auf der Messe entdeckt. Ich muss gestehen, ich habe die Marke vorher noch nicht gekannt. Und zwar ist das Aubigeant Paris. Die Marke gibt es schon sehr, sehr lange. Und der Duft heißt Quelque Fleur L'Original, das ist das Eau de Parfum. Und abgesehen davon, dass es sehr viele Komplimente zu diesem Duft gibt, hat der Duft noch etwas anderes Besonderes an sich. Und zwar war das eine der Lieblingsdüfte von Lady Diana. Ich zeige dir jetzt hier mal diesen Flakon, ich finde den auch wunderschön. Das ist ein Duft, der erstens aus der Reihe tanzt und auch der Flakon tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Sie hat ihn sogar auf ihre Hochzeit getragen, heißt es. Wenn ich mich nicht irre, war das aber die Eau de Toilette-Version. Das ist das Eau de Parfum. Das ist ein bisschen stärker und ein bisschen auffälliger. Und ich meine, welche Frau möchte nicht nach Lady Diana riechen? Wer denn bitte nicht? Habt ihr übrigens The Crown geschaut? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da kam ja jetzt vor kurzem die neue Staffel raus mit Lady Diana und ich habe sie gesuchtet. Jetzt aber zurück zu diesem Duft hier. Das ist ein Duft, der riecht royal. Das ist ein sehr royaler Damenduft. Der hat was Elitäres. Und deswegen passt er auch zu ihr, zu Lady Diana. Falls du eine Frau bist, die auch so eine Art, wie soll ich das sagen, auch so einen elitären Style hat. Einen sehr klassischen Style, aber jetzt nicht altbacken. Sehr klassisch, sehr straightforward. Ich würde mal sagen, eine Frau, die weiß, was sie möchte, dann trägst du diesen Duft hier. Blumig, würzig. Der Duft riecht ein bisschen grün. Nach grünen Blütenblätter mit Seifenwasser und ganz, ganz vielen Gewürzen. Das ist aber jetzt kein würziger Duft. Das ist ein blumiger Duft, aber mit Seifenwasser. Ich finde auch, das könnte so ein Signature-Duft sein. Den kannst du jeden Tag tragen. Der ist nicht overdressed, der ist nicht underdressed. Der ist einfach genau richtig. Haltbarkeit und Sillage auch super, super gut. Das heißt, 2 Sprühstöße reichen komplett aus. Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass es in diesem Video sehr, sehr viele Düfte mit Rose hat. Und jetzt kommt auch gerade schon der nächste. Aber das ist ein Zeichen. Ich finde, die Rose ist einfach die schönste Blume auf diesem Planeten. Im Flakon, im Duft und physisch als Strauß. Das ist ein Zeichen. Ich sag's dir, der Schlüssel für alles ist die Rose. Und hier haben wir auch schon den nächsten Duft von Ormond Jane. Und zwar ist das Damask. Hier hast du eine wunderschöne Damaszener Rose, aber das ist keine normale Rose. Das ist eine Rose mit fruchtigen Noten. Und ich sag's dir jetzt mal ganz direkt. Ich finde, Düfte, die sehr fruchtig riechen oder die fruchtige Noten haben, sind selten, also für mich, riechen selten elegant. Dieser Duft kriegt es aber hin, mit dieser eleganten Rose und fruchtigen Noten sehr, sehr edel zu wirken. Und zwar kriegst du hier
abgesehen von der schönen Rose, auch noch Moschus und jetzt kommen die fruchtigen Noten. Jetzt kriegst du hier eine frische, süßliche Johannisbeere und Birne. Das bekommst du hier raus. Aber ummantelt mit dieser kristallschönen Rose. Der Duft hat auch eine Ähnlichkeit zu Delina von Parfüm de Mali. Aber ich finde den hier aktuell gerade so ein bisschen schöner, weil er kristallklarer ist. Der Duft ist heller als Delina. Ich finde, Delina ist ein bisschen, dunkel ist Delina ja nicht, aber ich würde sagen, er ist ein bisschen süßer. Und da kriegst du ja auch Rhabarber und Litschi raus. Hier kriegst du wirklich eine Johannisbeere und Birne. In wunderschön. Haltbarkeit und Sillage bei dem Duft auch top. Und mit dem machst du einfach alles richtig. Ich habe ihn dreimal getragen, dreimal Komplimente dazu bekommen. Und ja, was will man sagen? Der ist einfach nur empfehlenswert. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, den Duft öfter zu tragen. Ich habe ihn jetzt relativ neu in meiner Kollektion drin. Es ist aber auch immer schwierig, wenn man so viele Düfte hat, dann einen Duft öfter zu tragen. Weil man denkt immer, hey, der wird gut passen. Der passt jetzt irgendwie zur Stimmung. Der passt zum Anlass. Der passt gerade zum Wetter draußen. Das ist so schwierig. Aber ich finde, das ist auch so ein Duft, der geht immer. Und ich glaube, den stelle ich mir jetzt irgendwo ganz weit vorne ins Regal, damit ich ihn ja nicht wieder vergesse. Hey, ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video. Schreib mir gerne in die Kommentare, zu welchen Düften du die meisten Komplimente bekommen hast. Würde mich rasend interessieren. Und dann vergiss natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ist komplett kostenlos, ganz wichtig. Klick unten die Glocke an, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich trinke jetzt keinen Kaffee, ich trinke jetzt meinen neuen Tee und werde den Tag einfach nur noch genießen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!